Hey, Totec. Hey, Lara. Würdest du ein bisschen dancen für mich? Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh. Oh, ich hab dich an der Leine, Alter. Oh, okay. Oh, hallo. Da sind wir wieder. Bei ja. Lara Croft. Ja, und im Guardian of Light. Ja, mit dem Bib. Und Bob. Und im Sumpf. Da. Und wir sind wieder voll into it. Also, ja. Wir haben alles geahnt. Wir wussten, dass Totec nicht auf seinen eigenen Speer springen kann, weil der einfach kaputt geht. Ja. Aber man kann jetzt zum Glück einfach hochtauchen. Nee, dass der Sumpf abgelassen ist. Und jetzt müssen wir tatsächlich nochmal ganz ablaufen. Hat er hier angefangen eigentlich? Naja, ich wollte eigentlich nur hier hin, um mir noch ein bisschen Leben zu holen. Hat der Sumpf hier angefangen oder schon noch weiter vorne eigentlich? Ich glaube eigentlich, aber wir kommen nicht mehr zurück, oder? Meinst du? Das hier war noch nicht der Sumpf. Hier war doch kein Sumpf. Nee, ach komm. Nee. Das war was ganz anderes. Wir haben jetzt zwar auch Sachen übersehen, aber. Aber das war nicht die Sumpfsachen. Gut, gehen wir jetzt erstmal wieder rechts rum, weil links rum geht's weiter. Ja, immer an der Wand lang, ne? Immer an der Wand lang. Guck mal da, das Podest, das hatte ich ja schon richtig. Ja, warte, das fährt jetzt los. Kann ich mir daraus einen Tisch bauen? Vielleicht kannst du dir daraus ein Fahrzeug bauen. Da waren wir schon. Hier waren wir drin. Ja. Hier haben wir das regulär gelöst. Hier unten. Ja. Ja. Hier oben. Guck mal, hier oben. Wow, wow, wow. Gar nicht. Nice try. Die haben sich alle selber in die Luft gesprengt. Ja, wir warten einfach, bis sie wieder da sind und dann springen wir da einfach rüber. Ja, links lang. Du löst sie aus. Du hast wieder einen befreit. Diese ganze Annäherungsminen, ne? Ja, ist gut. Du machst das. Ich guck mal hier. Ich sammle die Points. Alter, Totec im Sprung. Oh. Ja, da reichen die normalen Pistols, ey. Nicht mein schlecht. Lara Croft hat... Ja, Totec hat so ein kleines Mini-Problem. Er ist ja auch ein bisschen ausgerastet mit den Miniguns im letzten Part. Ja, stimmt. Aber Lara auch. Und er soll noch seinen ganzen Raketenwerfer... Die geht kaputt. Hier müssen wir vorsichtig. Hier müssen wir es ganz vorsichtig durchschieben, oh, ohne dass die Dinger platzen. Oh. Das ist die... Heilen sie, die rollende Kugel. Die heilen sie. Ich mach das schon. Ja, ja, ich will hier aber deshalb auch nicht stehen. Danke. Okay, gut. Das war, haben wir gut gemacht. Aber ganz ehrlich, ich habe gerade richtig viele Points gekriegt. Ja, ganz ehrlich, wir heilen jetzt die rollende Kugel. Heilt man die, indem man sie ins Healthpack schiebt? Was ist mit heilen gemeint? Ja, ich denke schon. Nein. Also probier es aus, aber sonst probieren wir was anderes. Nee. Das is it nicht. Wo könnten wir die sonst? Ja, die kann hier auch noch langgerollt werden, ne? Also das ist es nicht. Die kann ja... Wir können uns erstmal weiter umgucken. Lass uns erstmal gucken. Ja, die nehmen wir doch immer dabei. Guck mal, Lara, das ist ein gutes Workout. Die nehmen wir doch immer dabei. Die nehmen wir immer dabei. Guck mal, hier geht die hoch. Ja, Totec. Oh, ich krieg die gar nicht hoch. Hat wieder Spaß mit Kröten. Alter, guck mal, da liegt da einer. Eine Kröte? Oh, Vorsicht, da wird gleich... Alter, was bist du für ein Scharfschütze mit einem Speer? Ja, ich habe mir dann Visier aufgebaut. Wie sollen wir diese Kugel heilen? Ja, wir könnten sie auch hochbomben, ne? Also wenn es jetzt nur darum geht, sie hier hochzubekommen. Ja, aber lass erstmal gucken. Ja, das wollte ich ja. Okay. Deswegen wollte ich die ja hier liegen lassen. Okay, okay. Und dachte, wir gucken uns erstmal um. Ja, sehr schlau. Also wenn du eine Kugel heilen würdest. Ach doch, vorne ins Heilfeld. Hat ein bisschen gedauert. Ja, natürlich. So, und kommen wir hier... Ich hätte dürfen Griechen nie wieder Vorwürfe machen. Kommen wir... Sehr gut. Sehr gut. Ja, aber jetzt ist so die Frage, wie kommen wir da hin? Deine? Ja, danke. Sehr aufmerksam. Ja, erstmal würde ich mich noch kurz umgucken. Dann würde ich genau gucken, wo der Heilkram ist. Ja. Und dann würde ich den schnellsten Weg dahin nehmen. Ja. So schnell. Der Heilkram war aber relativ einfach am Anfang, ne? Ja, ja, genau. Also hier müssen wir drüber schieben, guck mal, und das, hier, da nee, waren da wir an, doch. Da doch nicht. Doch, rein. Doch, hier oben ist der Heilkram. Hier hoch und da ist er. Also. Ich dachte, der ist hier hinten. Ja, ja, genau. Hier irgendwo ja. Müsste der doch gleich kommen. Aber ja. Ich und Orientierung ist so eine ja, Sache. Ja, doch, für sich. Bob, doch. Ja, da. Ja, okay. Ja, da machen wir die Kugel einfach gut. Hin. Also, dann los. Da muss man hoffentlich nicht, dass das Feuer schon aus ist, Mann. Ja, das wäre schlecht. So, also hier können wir die Kugel ja überall lang schieben. Ja. Safe, gar kein Problem. Und hier hoch können wir sie eigentlich bomben. Ja, ja, nur das ist nicht so ganz kontrolliert, ne? Ja, Kontrolle ist auch nur was für Leute, die sich vor Chaos fürchten. Oh. Schreiben wir das in einem Buch? Ja. Das steht schon in meinem Buch. Ich mach mit. 3, 2, 1. Okay. Der hat Schwung. Der hat Der Junge ist direkt im Heilbecken gelandet. Der glaube ich auch. Da ist sie. Transport, oh Gott. Ja, aber doch, ist eigentlich gut. Ja, ist fast die, da. Können wir die einfach hier hochholen oder müssen wir sie jetzt auch wieder auf die Bomben? Ne, ich glaube, wir haben eine Bombe. Ja. 3, 2, 1. Oh Gott, oh Gott.
Mussten wir hier hoch? Ja. 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 Jetzt nochmal eine Bombe, oder? Ja. Totec. 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 Wir sind einfach so geil, weißt du? Weißt du, wir sind einfach so schlau. Wir sind viel zu schlau. Haben sie geheilt. Wir sind so schlau, also viel zu schlau für dieses Wahnsinn. Spiel. Wahnsinn. Also zumindest eine Aufgabe kriegen wir tatsächlich erfüllt, glaube ich. Ja. Gut. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Es gibt gar keine Speedrun-Teile mehr für diesen Tempel. Nee? Ich glaube nicht. Oh, cool. Die haben nämlich gesehen, Speedrun sind wir Main und deswegen... Ja, das ist keine Herausforderung mehr, ne? Ist so. Okay. Den Giftsumpf haben wir allerdings nicht giftfrei durchquert. Ja, ich meine, was ist hier schon der Giftsumpf? Das ist ja auch... Haben wir nochmal nach Schädeln geguckt eigentlich, so ein bisschen? Habe ich keine gefunden, du. War eigentlich auf dem Ding hier drauf noch einer? Das haben wir das nachgeguckt? Nee, konnten wir nicht nachgucken. Ah, okay. Aber hier ist auch keiner. Ja, das weiß ich nicht. Doch, schmeiß mal hier einen Speer hin, da oben, und dann springe ich da hoch. Ja, mach ich. So, stellen wir nochmal dahin, ich kann nochmal hochspringen. Das reicht noch nicht. Ja, okay, aber da hätte man schon was rauflegen können. Ja, ich warte, ich hol dich zurück. Ich hol dich, vielleicht ist hier oben. Ja, okay, dann hol mich mal. Das wäre schon richtig. Das wäre schon richtig sick, aber ich meine. So, guck mal hier. Nichts, was Totec und Lara nicht lösen können. Alter, Totec muss so Hornhaut unter seinen Füßen haben. Totec kann das. Achso, ja, los. Ich mach wieder den hier. Ja, den, noch den Tellerlift. Tommy Tellerlift. Tommy. Ja, du warst nochmal auf Tommy. Tommy Tellerlift, ja, nee. Ich spring zuerst, dann springst du. Ja. Hast du das mechanisch jetzt? Ja, aber das geht nicht. Ja, okay. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Bleib stehen. Was sind wir wieder lustig. Okay, Brudi, wo geht's hier lang? Entschuldigung, kämpfen hier irgendwo Leute? Halt die Fresse! Ich wollte hier doch nur chillen. Ja, wir haben hier total den Respekt vor den ganzen angestaubten Knochen. Die Fresse. Oh, ich hab wieder Muni. Oh, hier ist das Labyrinth. Hier ist das erst mit dem Giftschaden. Okay. Warum kriegen wir Muni? Ja, weil wir bestimmt gleich kämpfen müssen. Also du gehst einfach mal vor. Okay. Ja, geh ich jetzt die ganze Zeit alleine oder bist du auch dabei? Es hört sich so an, als würde jemand kommen. Geh weg! Den schließen wir hier. Nein, geh zurück. Den machen wir hier hinten platt. Granatwerfer und dann gib ihm. Wir wollen ja nur kein Gift. Guck mal hier, Tommy Tellerlift, der denkt halt. Ja, das war's doch schon. Vorsicht! Alter. So, und jetzt können wir da durch, ohne Giftschaden zu erleiden. Natürlich. Natürlich. Denn da wird ja kein zweiter kommen. Ich glaube nicht. Dann laufen wir wieder zurück. Ich gehe den anderen Weg. Gut. Das klingt so, als würde übrigens wieder einer kommen. Dann bei raus. Mir. Ja, ich fühle das. Ja, da ist Gift. Da kommt noch ein Lütter. Sehr gut, Bob. Ja, wenn man die Bubbles zerballert, dann kommen da halt auch wieder Yala-mäßig welche raus. Das ist der dritte. Den können wir hier in diesem Kampf, den können wir hier in dem Gang bekämpfen. Gehen wir aus dem Weg. Oh. Yala. Ich hab Giftschaden. Lass mich ja so vor. Sei nicht immer so mutig. Ja, wir sind da auch eigentlich durch, oder? Nee. Ich glaub schon. Da ist der. Geh mal, spring mal darauf. Okay. Ja. Ja, wir müssen jetzt das da öffnen und dann müssen wir mit dem Granatlauncher die Teile. Und so, den anderen. Tommy Tellerlift. Oh. Ja. Ja, Totec kämpft das erste Mal mit Waffen. Du gleich wieder. Totec, warum triffst du das nicht mal? Ja, Totec. Ja, Totec. Was ist los, Totec? Ja, guck mal, mach mal das Tor auf. Du kannst nicht außen rum. Wir können nicht oben drüber. Wir müssen mitten durch. Na gut, also. So, Totec, geh mal vor, falls da noch was passiert. Totec hat Motivationscola getrunken. Ja, das werde ich jetzt auch erstmal tun. Damit Totec das nächste Mal wieder vernünftig trifft. Wollte ich noch sagen, ne? Also Cola und so, ne? Das kommt auch. Und das, was man da so reintun kann, wenn es nicht. Das kommt ja auch alles aus Südamerika. Also für uns geht's jetzt wieder hoch. Ja, aber ich bin doch durch. Ja, das werden wir gleich sehen, wenn wir rausgehen, ob du das geschafft hast oder nicht. Und sonst gehen wir da wieder rein. Nö. Ja, es ist ja. Moment. Aber jetzt kommt das bestimmt wieder nicht mehr. Jetzt wird es bestimmt wieder nicht mehr angezeigt. Ah. Wir kennen das doch. Guck, keine Anzeige. Ja, aber das. Ach so, weil es jetzt auch offen ist. Ja.
Ja, na gut. Ja, mein Totek hat's verkackt. Ja, Totek wieder. Ja, macht nichts. Ich meine, eine Steinechse. Brauchen wir die? Nee. Totek braucht keine Steinechse. Nee. Weißt du, das machen wir irgendwann mal alles offscreen. Ja. Oder auch nicht. Offscreen, da werden wir hier. Ja, durch! Laser. Aua! Was soll denn das? Totek ist ausgewichen. Ja, ich. Oh, das war eine Respektschelle vom Labyrinth. Irgendwo hier ist der doch, der. Ist hier noch? Kommt noch so ein Kumpel. Ich hab den doch. Ja, deswegen war die Punktzahl auf blau. Ja, also rote, gelbe, grüne, blaue. Totek. Wollen wir. Totek, ja. Lieber Totek kommen und haue. Ja. Aber die. Was soll er jetzt? Bitte? Wo müssen wir eigentlich hin? Ja, das, ich sag ja, lass mal auf die Karte gucken. Ja. Ja, hier unten da in diese Kuhle nochmal zu gucken, glaube ich, ist schlau, oder? Das haben wir doch geklärt. Echt? Da war doch alles drin, was wir ausgeholt haben. Hatten wir längst. Ja. Haben längst gemacht. Gut. Gut. Dann ist jetzt das Tor offen gewesen, richtig? Ja, richtig. Richtig. Ja, dann gehen wir einfach durchs Tor, würde ich sagen. Ja. Jo. So, und hier hinter ist auch garantiert kein Schädel mehr. Nö. Keine Chance. Nee. Ich finde es gut, dass die ganzen... Und wo ist das Tor? Ja, hier vorne. Dass die ganzen Sachen alle noch so funktionieren. Ja, hier vorne. Da. Wie kann da noch was liegen? Ich habe es auch nicht gesehen. Bin einfach. Warte mal, waren wir da schon drin? Ist das Labyrinth oder nicht? Nee, oder auch nicht? Nee, ich glaube, das war auch nicht das Tor. Doch, das ist doch das Labyrinth. Das ist das Labyrinth, hier waren wir schon. Links hätten wir einfach hochgehen müssen. Ja, da waren wir doch gerade. Nein, links. Ja. 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 Merkst du selbst, hier ist der Weg. Ja, der Mensch, also der kennt sich nicht aus. Einfach schon ein bisschen lange weißt her, du, Lara hat hier den Orientierungssinn. Halt, stopp, warte, ja, was ist denn hier? Da, guck mal da. Schieß, wo geht's hier lang? So. Ja. Siehste. Totek. Hier gab's gerade einen Speicherpunkt. Sehr gut, dann wird's hier wichtig. Hier ist nix? Doch. Nee. Doch, nee. Okay, guck mal, da kann man bestimmt rüberspringen. Mhm. Ja, ja, ja. Oh, warte, da explodiert gleich was. Ja, willst du den da hinten nicht einsammeln? Nein, ich will den hier noch einsammeln. Achso, verdammt, da war gar keiner. Shit. Willst du den nicht einsammeln? Wir müssen da sogar weiter. Ja, ich denke auch. Oder? Ja, aber warte mal, da von unten kommen wir ja. Nee, und da ist nichts. Und links war nichts mehr, ne? Nee, der Abgrund ist da. Auch nichts, was wir noch bonusmäßig haben. Ja, schmeiß mir mal hier so einen Speer ran, bitte. Jetzt ist Totek wieder gut genug. Ja, nicht so hoch, bitte. Das schafft Lara. Schmeiß mir mal so ein Seil rüber. Aber nicht so hoch. Totek. Totek. Okay. Das ist ein Schädel. Ich hole ihn. Totek macht das schon. Keine Sorge, Onkel Mac. Keine Sorge, Onkel Mac. Totek hat. Ja, und sicher. Oh, warte. Alles. Granate. Totek hat jetzt keine Lust mehr. Totek hat wieder seine Nuke. Also die werden auch immer größer. Wo sind denn meine? Da. Oh! Soll das so? Ja, das. Alter, guck mal, hier fliegt voll sein Arm weg. Ja. Was auch immer das war. Ja, aber, ich meine. Wie viele Jahre ist das Spiel? 12. 12. Hier ist ja. Die hatten ja auch kein Blut und es waren keine Menschen. Das stimmt. Das sind unbelebte Monster-Dämonen. Aber warum sammelt Totek das alles ein? Ja, weil Totek die Punkte braucht. Wie viele brauchen wir denn? Ja, mehr. Echt so viele? Ja, 360. Und du hast. Ja, hol mal den da. Guck mal. Was ist denn hier noch? Geht's da weiter? Da geht's auch weiter. Ich weiß nicht. Wie. Doch, da oben ist das Health Upgrade, siehst du es? Ja, dafür müssen wir hier erstmal rauf. Ja, und dann müssen wir da rüber irgendwie. Aber ist das. Geht's da. Guck mal auf die Karte, bitte, Bob. Ja, na, geht's immer gerne her. Ja, guck mal, siehst du, lass erst links gehen. Es geht garantiert rechts weiter. Ja, okay. Ja, siehst du? Gut. Gut. Ende. Ja, sehr gut. Und jetzt gucken wir nochmal hier. Ja. Da brennt ein Baum. Sehr gut. Ja, und? Dann gehen wir da rauf. Kannst nicht ahnen, ne? Und hol mich mal nach. Guck mal, dann kann ich, wir müssen das wegschießen, dann kann ich mich da oben ranschießen. Ne? Ja, aber dann, du hast gar nicht so viel Zeit dafür dann, ne? Ja, macht nichts. Ich huste ein bisschen, was soll passieren? Ja, dann los. Und rüber. Hat die mein Spear gesaved? Alter, dein Spear! Also ich hab. Das war mal wieder so, komm her hier. YOLO. Das könnte zu tief sein. Alter. Doch nicht für Totek. Totek. Der hat Beine aus Stahl. Der hat richtig Beine aus Stahl. Guck dir das mal an. Richtig ungesunde Hautfarbe, der Kerl. Richtig gute Stampfer hier. Was soll er wieder für dich? Weißt du, aber was ich daran. Ich würde auch sowas machen können. Ja, wir wollen viele, aber ich erinnere mich noch daran, bevor wir überhaupt angefangen aufzunehmen. Aber ich spiele auch.
Ja. 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 Oh, warte, Tonek hat was gesehen. Glenn Siegels. Ja, okay. Jetzt musst du noch 40.000, dann haben wir zumindest das abgeschlossen. Warte. Weg da. Oh, weg da. Oh, weg da. Geht nicht. Du brauchst zwei Schlüssel. Hast du das schon mal festgestellt? Aha. Geht das überhaupt oder ist es sofort wieder da, der Scheiß? Oh, da habe ich auch hingeworfen? Wie? Ich glaube, du willst zu mir hoch. Well, that escalated quickly! Ja, gut, schwierig. Mit B kann ich dich aufheben, oder? Ja, schon klar, aber ich kann mich auch zu dir teleportieren. Die Steuerung ist einfach zu schwammig. Ich sag es, wie es ist. Ich sag, wie es ist. So, ich geh los. Nach Quatsch, guck mal, du kannst einfach rüber, bis sie explodiert. Bist du lange vorbei? Ja, wir alle. Siehst du? Guck mal hier. Wäre geil, wenn jetzt alles abgefackelt wäre und Tortek auf dieser Brücke verreckt wäre. Ja, Tortek kann nicht verrecken. Also du kannst auch rüberspringen, ohne sie zu berühren übrigens. Ja, Lara nicht, die hat kürzere Beine als Tortek, die springt da immer gegen. Ich will mich hier abseilen. Hier ist doch nicht umsonst so ein Crystal. Okay. Oder willst du dich hier abseilen? Du kannst dich nicht abseilen. Ne? Doch. Nee, ich will mich doch nicht abseilen. Ja, dann komm zurück. Ich will mich doch nicht abseilen. Hab eine neue Lebensentscheidung getroffen. Kannst okay. du mal loslassen, bitte? Bitte lassen Sie los. Gut, ich brauch Punkte. Au! Ja, das ist jetzt schwierig, weil wir dadurch hin und her buggen. Ja, ich komm dich holen. Jetzt haben wir ein Riesenproblem langsam. Warte. Ja? Kannst du dein Seil hochschießen? Ja, kann ich. Komm zu Tortek. Ja, Tortek, komm noch ein bisschen an die Kante. Ja. Oh, Alter. Ja, komm. Ja, ich komm doch schon. Tortek hat das Seil doch einfach gefangen oben. Ja, da unten. So, und du denkst so, da unten sind bestimmt, ich meine, da kamen wir auf gar Menschen. Keinen Fall her, da unten sind bestimmt die anderen 8 Schädel, die uns noch fehlen. Alter, das war knapp. Aber ich habe gar nichts gemacht, dass ich da runtergefallen bin. Du bist explodiert, glaube ich. Ich bin da einfach... Ah, nee, du hast gedacht, hier ist noch viel zu gehen. Und ich glaube, ich stehe genau an der Kante. Ich glaube, das war einfach... Das täuscht dieser Busch, glaube ich. Weil du denkst, du kannst noch bis ja. zu den letzten Blättern gehen. Aber und dann bist du vielleicht abgeschmiert. Ja, ich hole mir erst mal... Könnt mir vorstellen, dass es genauso gelaufen ist. Danke. Ja, gerne. Kein Problem, ich habe es dir gerne erklärt. So. Schädel 7 von 10 übrigens, meine Damen. Ja, guck mal, ich glaube, da kann man vielleicht rechts noch auf die... Nee, die sind zu weit weg. Nee. Das geht nicht, sagst du? Nee, glaube ich. Komm mal auf die Karte. Ja, ich wollte da nochmal hingucken. Ja, besser auf die Karte gucken. Ja, ich wollte nochmal links hingucken. Ja, das ist so ziemlich alles möglich. Gut. Ja, wir haben keine Ahnung. Ja, aber uns fehlen ja auch nur noch 3. Da ist einer. Das ist schwierig. Das ist wieder ein Steinchen, ich sehe es. Ja, ich sehe es auch. Von da unten kommen wir ja. Das ist wieder ein Steinchen. Da sind noch viele Steinchen. Hab sie. Sehr gut. Fehlt gar nicht mehr so viel. Nee. Ich glaube, dass einer das sammelt, ist grundsätzlich schlau. Ja, aber dann kriegen wir es ja doch, glaube ich, wirklich nicht beide. Sobald ich fertig bin, solltest du sammeln. Ich glaube, das ist egal, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, das andere ist nur für den Highscore. Weiß ich nicht, aber dann lass mich doch mal erstmal auf die Feinde schießen. Solange das nur Kröten sind. Ja, gut. Guck mal, ich hätte jetzt fertig sein können. Aber dann. Denn? Dann schießt er auch einfach jetzt gleich den nächsten ab, den ich hier habe. Kampf? Nee. Doch. Gott, ist das ich geil. Bin voll in der Rolle drin, Mann. Ja. Ja. Tortek auch. Tortek, lauf ihr mal hinterher. Also hier lang. Das sieht doch nach einer Falle aus. Jupp. YOLO. Nichts für ungut, aber du darfst mitballern, das ist kein Problem. Ja, ist gut. Wo habe ich meinen Granatwerfer hingelegt? Ich habe gerade geguckt, wo sind meine Uzis. Wo bin ich? Weiter! Da ist ein Schädel auf der Seite. Hab ich! Ich habe den Zorn der Götter gemerkt. Ja, du hättest jetzt auch fertig sein können, Bob. Wenn du dann nur ein paar mehr von den Leuten auch mal getötet hättest, weißt du? Ja, sorry. Guck mal, hier ist auch ein Kristall. Ja, den nehme ich. Nimm ihn doch. So, damit können wir jetzt erstmal checken. Was hast du jetzt gekriegt? Handkanonen. So, jetzt gucken wir doch mal, ob wir beide
jetzt Handkanonen ausrüsten können. Und ich glaube, wir können es nicht. Du hast nämlich ein Ausrufezeichen und ich nicht. Ja, guck doch mal rein. Hast du diese schönen Handkanonen? Alter, sind die stark! Ich hab die nicht. Guck dir die Waffenkraft an. Ja, schon. Die sind stärker als der Flammenwerfer. Ja, die schießen langsam. Das sind, glaube ich, die eigentlichen Magnums. Das sind Magnums. Das sind Desert, zweimal Desert Eagle. Ja. Ja, die kannst du natürlich mit einer Hand halten. Natürlich, ich bin Totec. Ja, gut, das heißt, die werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Aber dann können wir immer sagen, einer kriegt die Waffe und man kann sich aussuchen, wer sie haben soll. Ja, ist auch alles nicht so wild. Jetzt drück doch mal B. Ja. So, ich sammle jetzt einfach schnell noch irgendwie 200.000 Punkte. Ja, aber erst im nächsten Part, glaube ich. Stimmt. Das fiel mir gerade so ein. Ja, warum denn nicht? Also in diesem Part, ne, Totec hat wieder delivered. Wenn es immer wieder heißt, Lara Croft. Ja, und Totec. Der Guardian of Light. Ach so. Im Sumpf. Ja, mit dem Bob. Ja. Ja. Schaltet wieder ein, Daumen hoch, Glocke aktivieren, Kommentar schreiben, wie immer. Ciao, ciao. Genau, wie immer vor allen Dingen. Krieg, wir zählen auf dich.